Ich will heute mein Zimmer zeigen. Da messen wir uns immer. Ich bin gerade hier. Und dann habe ich hier noch meinen Kampfroboter. Und den habe ich selber gebaut, ohne Anleitung. Einfach mit Fantasie. Warte, ich komme gleich. Und diese Nerf mag ich richtig gerne. Das ist nämlich eine elektrische Nerf. Ich habe noch eine andere Nerf. Die zeige ich dir jetzt auch noch. Die kann ich auch noch mal vergrößern. Und dann habe ich noch einen Boxsack. Da kann ich gegenboxen. Klar, box mal dagegen. Ja! Ja. Gut, und dann habe ich hier mein Bügelperlenfach. Wenn nicht nur Bügelperlen sind da drin. Und dann haben wir hier noch Beyblades. Das sind keine normalen, die zerspringen nämlich. Einmal den hier. Und einmal den hier mit dem Schwert dran. Oh. Guck, das ist witzig. Und hier habe ich mein ferngesteuertes Auto. Das kann 40 km/h fahren, das ist richtig cool. Und dann habe ich hier noch mein Globus, falls ich wissen möchte, welches Land wo ist. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Mami, ich bin fertig! Das ist super! Dann gebe ich... Ne? Ja! Das ist schön. Mami, macht jetzt noch Essen? Ich habe gesehen, wie Johann das gemacht hat. Ja, das sehr toll! Gut. Ja? Das ist schön. Wie macht man das wieder aus? Oh, ich mach dir das auf. Guck mal her. Dann übernehme ich jetzt mal. Johann hat dir ja schon sein Kinderzimmer jetzt gezeigt, aus seiner Kindersicht, das, was für ihn wichtig ist. Und ich zeige das jetzt auch noch einmal aus Mamasicht, was mir so auffällt oder wichtig ist. Hier stehen wir auch erstmal direkt an der Tür. So kommt man rein und dann hat man hier in der Ecke erstmal so einen Bücherschrank. Das ist der ganz normale von IKEA. Da haben wir jetzt zwei nebeneinander stehen. Der ist auch ziemlich vollgepackt, muss ich sagen. Aber da sind auch ganz viele Bücher drin von Justus und mir noch von früher. Irgendwelche Fantasy-Bücher. Aber eben auch ganz viele von ihm. Jetzt hier zum Beispiel die ganzen Kokosnussbücher. Allgemein noch so Erstlesebücher und... Ja, hier unten geht es natürlich auch noch weiter mit ganz vielen Vorlesebüchern auch. Da wollte ich aber bald auch noch mal ausmisten, weil da auch noch ganz viel von der Clara drin ist. Jetzt zum Beispiel hier die ganzen Puzzle, da sind auch so ein paar von Clara noch mit dabei. Die gehören natürlich auch nicht in seinem Zimmer und ich wollte das schon so haben, dass sie wirklich getrennte Zimmer und getrennte Sachen haben. Man sieht hier auch schon ganz gut diese ganzen Planeten. Das kommt daher, weil Johann damals, als er dieses Zimmer bekommen hat, war da eigentlich die Idee, dass er kein Kinderzimmer mehr hat, sondern ja ein Jugendzimmer. Und so ist das eigentlich hier auch aufgebaut. Da durfte er sich ein Thema aussuchen und da war er, oder ist er immer noch ein großer Weltraumfan und deshalb ist das so ein bisschen Weltraum angehaucht. So sieht sein Zimmer aus, wenn ich hier an der Tür stehe. Also es ist wirklich sehr weitläufig. Muss dazu sagen, dass Johann und Clara jeweils die beiden größten Räume in dem Haus bekommen haben, weil es uns ja sehr wichtig ist, dass die beiden wirklich viel Platz und viel Raum für Kreativität und Spiel und Spaß und auch Chaos haben. Dann haben wir hier auf der Seite seinen Kleiderschrank. Den haben wir machen lassen, also komplett vom Schreiner anfertigen. Der ist auch eingebaut jetzt. Das war Justus' Design, also er wollte es schlicht, dass es eben nicht nur Kinderzimmer-Style ist, sondern eben auch für ein Jugendzimmer geeignet ist. Dann machen wir auch direkt hier weiter. Hier ist einmal, ja, eigentlich Müll. Das sind die großen Kisten von den Mülltonnen. Da haben die Kinder jetzt noch was draus gebastelt. Ich glaube auch so Raumschiff oder sowas. Da passen die beiden ja ganz gut rein. Dann haben wir hier so einen Boxsack. Ich glaube, letztes Jahr Weihnachten hatte der den bekommen. Er ist ja großer Kampfsportler. Er geht ja auch immer zum Kampfsport und ja, da dachte Justus, das wäre doch eine gute Idee, ihm sowas zu schenken. Dann haben wir hier so ein paar Weltraumbilder aufgehängt. Richtig schöne mit Astronaut oder hier auch Sterne mit drauf. Richtig hübsch. Die zwei Stühle hier brauchen wir jeden Abend. Hier wird nämlich abends vorgelesen. Hier sitzen dann entweder Justus oder ich auf dem großen Stuhl. Und dann Johann meistens hier auf dem kleinen. Und Clara und Elisa laufen dann hier rum oder sind dann zum Beispiel in seinem Bett oder eben auch auf dem Stuhl da. Und dann wird hier vorgelesen. Aber nicht nur von uns als Eltern, sondern er liest erstmal ein paar Seiten aus dem Buch. Und dann lesen Justus oder ich weiter. Das ist ganz gut zum Lesen üben und für uns auch nochmal schön, einfach abends sowieso diese Vorleserunde zu machen. Das gehört mittlerweile zu unserer Abendroutine, aber so eine richtige Abendroutine wollte ich ja eh auch nochmal abdrehen. Dann geht es hier weiter. Hier hat er so ein
kleinen Schreibtisch noch stehen. Nicht zum Lernen, sondern eher ja, zum Spielen. Oft benutzt er den nicht, muss ich dazu sagen. Wir hatten mal so Technikspielzeug, da hat er das hier komplett aufgebaut. Oder eben auch für Lego, da kann er das hier ganz gut aufbauen. Hier sind auch nochmal so ein paar Weltraumbücher vom Mars und hier irgendwas Star Trek. Die finde ich auch richtig toll. Also das sieht immer so aus, als würden die leuchten oder beleuchtet sein, aber sind sie gar nicht. Sondern es ist irgendwie nur ja, das Material, das so ein bisschen leuchtet. Es sind auch so ein paar Lego-Platten drin. Dann haben wir hier sowas. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das zeichnet sich eben ab, was unten drunter ist. Kann man auch gut mit dem Gesicht machen oder mit allem anderen, was einem so einfällt. Das ist auch so ein Weltraumspiel. Das hat er mal von Opi bekommen. Da ist so eine Kugel drin und das ist ein komplettes Labyrinth. Und dann muss die Kugel da ja, von einem Ziel ins andere. Das haben wir noch nie geschafft. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt zu schaffen ist. Ein richtig schwieriges Spiel ist das. Dann hat er da noch sein ferngesteuertes Auto. Hier ist sein Globus in der Ecke und das ist ganz süß. Das sind auch die gesamten Planeten. So richtig hübsch gemacht. Kann man sich das immer so angucken. Auch die Größenverhältnisse finde ich da auch total spannend. Dann hat er hier sonst nichts drin. Aber da kommen so manchmal so Kleinigkeiten rein. Dann geht es hier weiter mit seinem Bett. Und das hat er auch mal hier so eine Rutsche. Aber die hat Justus dann irgendwann abgemacht, weil sie hier mitten im Raum stand. Wo man die auch hätte tauschen können. Aber er hatte eh nicht oft damit gespielt. Deshalb ist die weg. Das ist übrigens diese Bettdecke, die ich bei IKEA gekauft hatte. Da hatte ich dich ja mitgenommen zum Shoppen. Farbe finde ich richtig toll. Hell und freundlich. Hat er hier noch ein paar Weltraumbilder. Direkt über dem Bett hängen hier auch die ganzen Planeten. Kann er auch mittlerweile schon auswendig. Also welche Monde jetzt zum Beispiel noch der Jupiter hat, ist auch schon so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber er findet das richtig schön und guckt sich das gerne an. Das ist übrigens das Buch, was wir im Moment lesen. Bitte nicht öffnen, bissig. Ich glaube, das ist der zweite Teil. Hier ist der erste Teil. Oder war das der zweite Teil? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind das gerade unsere Vorlesebücher am Abend. Eigentlich ganz süß, auch wenn das ein bisschen monsterig aussieht. Dann hat er hier noch so ein kleines Buch mit Polizeigeschichten. Sowas kann er schon selber ganz gut lesen. Darunter haben wir jetzt nichts Besonderes. Eigentlich so eine Kuschelecke. Das sind zwei riesige Sitzkissen. Und hier noch so kleine Kissen. Da kuscheln sie gerne unten oder machen Kissenschlacht oder bauen sich irgendeine Höhle da unten. Dann geht es hier weiter. Das ist so die Spielzeugecke. Das sind auch diese Schränke von IKEA. Die gibt es da so zu kaufen. Das sind jetzt solche Stufen. Das ist einmal und noch einmal daneben. Da kommt er auch also von dieser Seite ran. Das sind solche, ja, so Gefäße. Nee, wie heißt das? So Truhen, wo man da so Sachen reintun kann. Da sind ja zum Beispiel solche Schienen drin. Da hinten komme ich jetzt nicht ran, aber ich kann hier noch einmal zeigen, was er hier noch drin hat. Hier ist ganz viel Lego drin zum Beispiel. Ach genau, das hier ist sein gesamtes Elektrospielzeug. Oder zumindest ein Teil davon. Ich kann da alles Mögliche bauen. Also hier gibt es auch richtige Messgeräte und so und Stromkreisverläufe. Hier sind seine ganzen Beyblades. Das ist im Moment total gefragt bei ihm. Guck mal, das kann eigentlich hier rein zum Technikspielzeug. Dann hat er hier seine große Musikanlage. Er hört sehr, sehr gerne Musik. Hier sind seine ganzen CDs. Da sind ganz viele CDs von Justus. Die hört Johann aber auch sehr gerne, also ich weiß nicht, was das alles ist, aber es sind auch so ein paar noch von mir. Ansonsten hört er natürlich auch noch Hörspiele. Was er auch ab und zu hört, ist Radio. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass er Radio hört. Oder allgemeine Kinder sollen kein Radio hören. Da kommen ja auch immer Nachrichten und da sind so Sachen dabei. Da finde ich, dafür sind sie noch zu klein. Also das müssen sie sich jetzt nicht unbedingt anhören. Aber ansonsten darf er sich hier anhören, was er möchte. Hier geht es dann noch weiter mit den ganzen Planeten um unser Sonnensystem. Und dann kommt hier auch schon sein Schreibtisch. Schreibtischsuche hat bei uns übrigens sehr lange gedauert, weil so ein guter Schreibtisch, also das ist ja zum Beispiel einer, den kann man auch kippen. Das soll ja für Kinder ganz besonders toll sein, wenn die eben so ein bisschen gekippten Schreibtisch haben und wenn er nicht ganz gerade ist. Da waren wir auch erst im Möbelladen und haben uns die angeschaut, aber die sind so teuer. Da haben wir dann gesagt, nee, das ist ein bisschen zu übertrieben. Und deshalb haben wir den hier dann bei Amazon gefunden. Falls ich den wiederfinde, dann verlinke ich ihn einmal unten. Der ist nämlich auch ganz normal zum Kippen und ja, ist eigentlich genauso wie die Möbelladen. Hat ja auch eine komplette Ablagefläche noch. Und daneben haben wir das hier noch. Da kann er auch noch ein paar Sachen reintun. Und hier kann man auch ganz gut sitzen, um die Hausaufgaben zu kontrollieren. Da sitze ich dann immer. Seine Lampe hier ist auch ganz toll. Könnte ich auch mal zeigen. Also kann man an- und ausmachen. Kann man an- und ausmachen, ja. Das ist wirklich hervorragend. Nein, die kann man auch dann auch noch so verstellen. Also ein bisschen weniger Licht oder ein bisschen mehr Licht.
Das finde ich ganz gut. Also je nach Tagesform kann man sich das dann noch einstellen. Hier sind dann noch so einige bunte Stifte. Die braucht man ja immer so als Schulkind zum Malen. So die zwei großen Bücher, das sind so Wimmelbücher. Die sind eigentlich so für Elisas Alter. Die wollte ich mir auch mal rüberbringen, aber irgendwie haben wir es bisher immer nicht gemacht. Dann haben wir hier in der Ecke noch so ein paar Stöcker. Die sind aber von Justus. In irgendeinem Video hatte ich mal erzählt, dass Justus so Stöckerkampf oder wie das heißt macht. Und das sieht richtig gut aus. Und aus seiner alten Zeit stehen die eben hier noch rum. Und Johann fand das eigentlich auch ganz interessant. Vielleicht macht er das später auch irgendwann mal. Und das war es eigentlich auch schon. Das war jetzt Johanns Zimmer. Claras Zimmer werde ich dann als nächstes zeigen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.